Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge. Wir stehlen Pferde. Auf geht's. Egal, halt Wache. Ciri und ich versuchen reinzukommen. Geht klar. Wart gern. Sieht doch gut aus, oder? Aus, schnell. So. Aber hier unten ist doch einer, oder? Oder pennt der? Pennt die Wache? Ich warte mal kurz ein Stück, bis die Wachen da etwas weiter weg sind. Oh, der pennt anscheinend wirklich. Okay, na dann. Brot. Natürlich können wir Bea nochmal für ihre Komplimente danken. Das ist überhaupt kein Problem. Nur muss Ciri oder darf Ciri halt nicht da sein. Dann kriegen wir das schon hin. Interessant. Da ist der Schlüssel. So, darf ich jetzt hier hinten die ganz wichtige Wasserflasche nehmen? Danke. Zu gütig. Rein mit euch. Ich muss die Pferde beruhigen, bevor sie die Wachen aufwecken. Überlegt mir eine Pause! Na, komm. Endlich. Yeeha! Komm schon. Wupp, wupp, wupp. Juhu, wir haben es geschafft. Toll gemacht. Habt ihr die beiden Deppen gesehen, die uns jagen wollten? Sind fast über ihre eigenen Stiefel gestolpert. Danke, Geralt. Das war super. Ja, nur doch. Ja, schöne Abwechslung vom Monster töten. Danke für eure Hilfe und für euren Besuch. Es war herrlich, euch alle wiederzusehen. Haltet die Ohren steif und passt auf euch auf. Vergiss uns nicht. Bis dann. Klar, es ist Stehlen falsch, aber wie gesagt. Na schön, dann sehen wir uns bei Rittersporn. Ich muss in der Stadt noch was erledigen. Bis dann, Geralt. Er wollte nicht anders, der Händler. Juno war ein Magier, ein Illusionist. Seine beste Nummer war es, Frauen aus dem Publikum zu zersägen. Die Frauen legten sich in eine Kiste und er sägte die Kiste in der Mitte durch. Griff Yennefer und die Loge der Zauberin in Rittersporns Gasthaus. Hallo, ihr Soldaten. Er hätte ja auch einfach handeln können mit uns. Oh, wollte er nicht. Er wollte uns lieber irgendwie beschimpfen. Naja, hat er jetzt davon. So, dann
machen wir das doch hier da drüber und reisen mal schnell dahin. Weiß nicht, ob das groß schneller ist. Gebummelt wird nicht. Wo gehst du hin? Ich bummel nicht, ich renne, du Knallkopf. So. Naja, also Rhythmusgefühl hat sie ja nicht wirklich. Oh, ich muss noch eins. Geralt! Was ist los? Noch nichts, aber es braut sich was zusammen. Philippa und Margarita wollen mich sprechen. Haben sie gesagt, weswegen? Nein, aber ich habe einen Verdacht. Ich wette, dass sie was mit mir vorhaben. Und sie geruhen mir, ihre Pläne mitzuteilen. Mhm. Du hast nichts zu befürchten. Geh einfach hin und hör dir an, was sie zu sagen haben. Und wenn sie mich zu irgendwas zwingen wollen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das zulassen würdest. Ja. Margarita hat sich doch immer nur für deine Ausbildung interessiert. Sie wird dich kaum in die Politik zerren. Philippa ist zäh. Die spielt ein hartes Spiel, aber am Ende respektiert sie es doch, wenn man bei seiner Meinung bleibt. Wenn sie dir ein Angebot macht und du es entschieden ablehnst, wird sie das respektieren. Danke, Geralt. Geh, lieber. Immer. Gib ihnen nicht noch mehr Zeit, Ränke zu schmieden. Du, das machen sie auch. Ohne alles. Sie schafft das alleine. Wir müssen nicht überall dabei sein. Sie ist eine erwachsene Frau und kein Kind mehr. Ich kann ihr schlecht die Hand halten, wenn sie ernst genommen werden soll. Das kommt noch dazu. Stimmt. Gute Entscheidung. Entspann dich. Sie macht das schon. Rita tut ihr nichts, aber Philippa, die kann skrupellos sein. Ciri hat schon härtere Situationen gut überstanden. Oh ja. Stimmt. Wir haben ihr ein paar Prinzipien anerzogen. Nützliche Fertigkeiten. Genau. Also gibt es nichts zu befürchten. Holle würde gerne Mäuschen spielen. Ich auch, aber ich habe Angst, dass ich mit diesen Entscheidungen... Nein! Mach's nicht. Endlich, ich dachte schon, du machst das nicht. Nein, hör auf. Nee, ich finde das, ohne Mist, ich finde das wirklich falsch. Also, ich würde es natürlich auch gerne wissen. Weil ich will immer viel aus den Spielen wissen. Und ich möchte möglichst viele Informationen haben, meine Entscheidung und so weiter. Aber Ciri ist ein Hauptcharakter. Ein sehr, sehr krasser Hauptcharakter hier in dem ganzen Spiel. Und ich... Und man sieht ihre gesamte Charakterentwicklung, ihre ganze Wesensentwicklung und alles. Und da gehört es auch dazu, dass sie selbstständig Entscheidungen trifft, wenn sie das will. Hätte sie jetzt gesagt, komm bitte unbedingt mit. Ja, natürlich, klar. Aber warum sollten wir uns aufdrängen? Klar, wir sind ihre Zieheltern. Okay, alles fein. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt sind Kinder erwachsen und müssen eigene Erfahrungen machen. Was nicht heißt, dass wir nicht, wie er das ja dann gemacht hat, Hinweise geben, ein bisschen Erfahrungsaustausch machen. Bei Fragen natürlich immer zur Verfügung stehen und so, aber das heißt nicht, dass wir auf Schritt und Tritt hinter ihr sein müssen. Ich glaube, das ist das, was viele Eltern auch als Problem haben mit echten Kindern, so im Real Life, mit diesem komischen Spiel da. Deswegen, Spionier ihr nicht nach. Hast du wirklich so wenig Vertrauen? Ich traue Philippa und Rita nicht. Warum warst du dann einverstanden mit diesem Treffen? Aus dem gleichen Grund wie du. Wenn sie sie respektieren sollen, darf sie nicht an meiner Schürze hängen. Einfach mal auf die Fresse fliegen. Ja, natürlich. Ja, es klingt doof, ne? Aber aus eigenen Fehlern lernt man besser. Und wenn das Fehler sind, die jetzt nicht... Ich bin halt jemand, der gerne übertreibt bei sowas, die jetzt nicht zum Tod oder sonst irgendwelchen ähnlichen Geschichten führen, dann lass sie doch die Fehler machen. Vor allem, wenn sie es besonders wollen.
Wenn sie dich fragen, ist das nochmal ein ganz anderes Ding. Warum sollst du denen dann eine falsche Information geben? Das zerstört ja auch bloß das ganze Vertrauensverhältnis. Ne? Aber wenn sie etwas unbedingt wollen und deinen Rat nicht haben wollen, dann musst du sie machen lassen. Dann ist es so. Dräng dich nicht auf. Das feuert nur zurück. Glaub mir. Ich kann ja nur eins oder zwei machen. Philippa doziert. Ciri läuft auf und ab. Sie bleibt stehen. Sie sagt was. Jetzt geht die Tür auf. Philippa ist bleich geworden. Das ist meine Ciri. Hat dir wohl eine Abreibung gegeben. Still, da kommt sie. Ja, ganz, ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Ihr habt gelauscht. Nein, nur sie. Ehrlichkeit, Jen. Ihr habt euch kein bisschen verändert. Wenn du erstmal allein sein willst, um das zu verdauen. Ja, ich gehe spazieren. Muss mich entspannen. Denk dran, wir müssen nach Skellige gehen. Avalach wartet im Hafen. Ich denk dran, bin bald da. Ich hoffe, sie... Sie schafft das schon. Sie ist zäher, als wir denken. Hä? Das haben wir doch die ganze Zeit gesagt. Er wollte dich offensichtlich sprechen. Na, wo ist er? Da ist er. Achso. So, ach du gute Güte. Ah, okay. Na gut, da müssen wir ein bisschen was durchlesen. Okay. Dank ihrer Meisterschaft in der hohen Kunst der Polymorphie war es Philippa gelungen, ihre Verfolger abzuschütteln, indem sie die Gestalt einer Eule angenommen hatte. Dann hatte sie sich in einem Versteck bei Novigrad verkrochen, um das Schlimmste abzuwarten. Man stelle sich unsere Überraschung vor, als wir erfuhren, dass Philippa die ganze Zeit vor unserer Nase gewesen war. Auf der Flucht vor ihren Verfolgern hatte sie bei einem Magierkollegen und einzigen Geliebten Unterschlupf gesucht. Dieser war jedoch offenbar nachtragend, denn er überlistete sie und nahm sie in Eulenform gefangen. Dann hatten die Hexenjäger ihn geholt, sein Haus wurde geplündert und die Eule geriet in die Hände von unserem lieben Freund Soltan. Dies stellte Triss leider erst fest, nachdem Soltan die Eule beim Kartenspielen verloren hatte. Unsere Suche ging also weiter. Und Philippas neuer Besitzer? Extra. War es Zufall, dass sie nun in der Gewalt ihres verschmähten Ex-Geliebten und verhassten Feindes war? Triss glaubte das nicht. Sie ging davon aus, dass der ehemalige Spion eine Falle gestellt hatte, bei der sich alles um Gewind drehte, um mit ihr abzurechnen. Zum Glück für Philippa bekam Geralt die Lage in den Griff und rettete sie vor den Plänen, die Dijkstra mit ihr hatte. Die bisherigen Aktionen der Loge waren höchst kontrovers, doch Philippa arbeitete stur auf ihre Wiederherstellung hin. Sie bot Ciri einen Platz als gleichberechtigtes Logenmitglied an. Das wissen wir doch noch gar nicht. Warum steht das jetzt hier drin? Ciri hat uns das doch gar nicht gesagt. Man mag es historische Gerechtigkeit nennen, dass Philippa Eilhard Radowitz' alte Lehrerin dem Leben des irren Monarchen ein Ende setzte. Damit rächte sie sich auch für ihre Blendung, sowie für die Verfolgung und Ermordung ihrer Magierkollegen, von denen so viele auf Radowitz' Befehl einen grauenhaften Tod gefunden hatten. Oh ja, Alter, die ganzen also das sind ja wirklich nur die Charaktere, die man mal wirklich namentlich hatte, mit denen man vielleicht mal ein paar Gespräche hatte, oder. Das ist krass. So.
Ja, schön weiter aufrüsten. Und bald kommen wir noch auf die 5. Das ist ja super. Das ist ja richtig gut. In diesem Bordell kann man sogar Ziegen bumsen. Und wenn du den Ausdruck entschuldigst. Das ist kein Bordell, das ist ein Kabarett hier. Mann. Schnüre wieder nicht gelesen, ne? So, okay, ja, dann gehen wir dorthin. Ja, ich weiß. Nö. Geht eventuell ein bisschen schneller. Jennifer, wenn ihr helft, Ciri vor der wilden Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht, aber ich frage ihn danach. Mhm. Guten Tag, die Damen. Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Ja, richtig. Das ist genau das Thema. Höre ich recht? Du hast den Kaiser überzeugt, sie zu begnadigen? Sofern sie uns helfen, Ciri zu verteidigen. Schwer zu glauben, dass der Kaiser sich auf so einen Handel einlassen würde. Wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Das ist mir gleich. Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus dem Eritium trägt. Das hat Rita jedenfalls angedeutet. Dann hat der Kaiser vergessen, dir das zu sagen? Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Natürlich. Komm, sie warten alle auf uns. Also bei allem, was Yennefer so macht und wie sie es tut und. Lässt sie sich jetzt echt so von M hier vor der Nase, an der Nase herumführen? Echt jetzt? Nun, was gibt es? Dank mir nicht, Philippa. Ich rette dir gerne den Hintern. Jederzeit willkommen. Du hattest was davon. Darum hast du mich gerettet. Hast du damals wirklich Meuchelmörder auf Dijkstra angesetzt? Du glaubst dich? Erinnerst du dich nicht, dass wir einst ein Paar waren? Aus meiner Sicht wäre das schon Grund genug. Eigentlich habe ich mich schon lange gefragt, warum ihr euch getrennt und zerstritten habt. Siehst du, Geralt? Es gibt Leute, die Politik und Privatleben trennen und Leute, die das nicht tun. Welche Sorte war Dijkstra? Letzte. Die langweiligere. Okay. Leb wohl. Okay. Ja. Rita. Was willst du? Ich wollte mit Rita reden, nicht mit dir. Leb wohl. Ach. Wie fühlst du dich? Besser, danke. Wenn du nicht rechtzeitig gekommen wärst, hätte alles viel schlimmer ausgehen können. Ich schulde dir was. Bedank dich bei Yennefer. Es war ihre Idee. Ich dachte, Margarita Lauxantil wäre die Letzte, die sich von Hexenjägern fassen lässt. Echt, Lauxantil? Okay. Das stimmt, wenn es nur mich betroffen hätte. Du vergisst, dass ich meine Studentinnen berücksichtigen musste. Ich wusste, dass die Jäger schließlich Aretusa erreichen würden. Es war nur eine Frage der Zeit. Als ich hörte, dass Triss seine Fluchtroute nach Govia organisierte, sah ich keinen Grund zu zögern. Ich sammelte meine Novizinnen und wir ritten nach Novigrad. Leider wurden wir gefasst und in Deriad eingesperrt, bevor ich Triss kontaktieren konnte. Ich habe gar keine anderen Zauberinnen bei dir gesehen. Weil sie schon hingerichtet wurden. Verbrannt, lebendig, eine nach der anderen. Die talentiertesten Mädchen des Nordens. Radovid hat mich für den Schluss aufgehoben. Tut mir leid. Irgendwas in der Richtung. Wenn du hier bist, was ist dann aus Aretusa geworden? Am Tag meiner Ankunft in Novigrad erhielt ich eine Botschaft von Biruta Ikati. Kurz und bündig. Schule von Redanian überrannt. Die Bibliotheken brennen.
Eine Handvoll Studentinnen ist mit Nina Vivero geflohen. Die anderen sind tot. Es ist vorbei. Später erfuhr ich, dass Priester des ewigen Feuers in den Ruinen der Akademie standen und dem Mob versprachen, dass diese Strafe alle Magier und Verräter erwarte. Leb wohl, Rita. Ach, Scheiße. Ach. Ja, warst du leicht mal Matrose. Ja, schrubb mal ordentlich das Deck, das sieht ja wieder furchtbar aus hier. Du würdest einen guten Seemann abgeben, bis die Kotzerei anfängt. Was schielst du mich so an, Graujüngchen? Natürlich mache ich deine Kotze nicht weg, aber was denkst du, wer... Ja, Geralt? Ach, nix. Bis dann, Triss. Gut. Ich fänd's wirklich gut, wenn wir hier jetzt immer eine Option hätten, so kurz in den Arm nehmen und knutschen. Oder so ein leichter Kuss auf die Stirn oder sowas. Das als Option, das finde ich immer gut. Hast du kurz Zeit? Natürlich. Boah, geil. Gespräche. Als du Yen und mich auf die Malus-Insel gebracht hast, was ist mit dir geschehen? Was hast du gemacht? Ich bin gereist, durch Raum und Zeit und verschiedene Welten. Ich habe Häuser aus Glas gesehen. Ich bin am Ende der Welt mit Einhörnern gerannt. Ich habe sogar eine Weile in einem Königreich unter Wasser gelebt. Freiheit. Hat dir immer gefallen. Gefällt mir heute noch. Warum bist du dann zurückgekehrt? Es wurde mir zu viel. Ich bin fast ertrunken darin. Wenn alles möglich ist, ist das bald gar nicht mehr so verlockend. Ja. Ich glaube, das gilt auch für Geld. Bis zu einem gewissen Punkt alles okay, aber wenn du so viel Geld hast, dass einfach alles scheißegal ist. Wir stellen uns das immer so geil vor, aber ich glaube, das ist langweilig. Also außer du machst was Gutes damit. Dann, glaube ich, erfüllt es einen schon nochmal. Aber wenn man das jetzt nur egoistisch für sich behält, das ganze Geld, und du kannst überall hinreisen, du musst nicht arbeiten, du kannst deinen Tag verbringen, wie du willst, du kannst dir kaufen, was du willst, du kannst sehen und treffen und sprechen, mit wem du willst. Was ist dann noch das Reizvolle am Leben, oder? Wie ist es denn so, zwischen den Welten zu reisen? Es ist schön. Schwierig? Zuerst schon. Aber dann klappt es automatisch. Wie beim Reiten. Das würden viele Magier doch sicher gerne machen. Bestimmt würden sie das. Aber Avalach sagt, dass sie weder das Wissen noch das Talent dazu besitzen. Er hat 4 Jahrhunderte damit verbracht, es zu lernen. Und er kann trotzdem nur Portale aufspüren und benutzen, die es schon gibt. Ich gehe wo und wann immer ich will. Vielleicht weißt du es schon, aber wenn das alles vorbei ist, gehe ich nach Kovir. Mit Triss. Nette Gegend dort. Vielleicht kannst du ja seltene Schneemonster jagen. Ein Babegasi oder ein Wendigo. Oder ein, Amarok. Vielleicht hänge ich meine Schwerter auch an den Nagel. Läuft es wirklich so gut mit ihr? Sogar besser. Eredin hat dich immer wieder aufgespürt. Wie war das möglich? Wenn ich zwischen den Welten wechsle, entsteht dabei eine Art Stoßwelle. Jeder, der entsprechend ausgebildet ist, kann sich spüren. So erklärt es jedenfalls Avalach. Er kann das auch. Dann solltest du deine Macht wohl nie mehr einsetzen. So ist das nicht. Der Impuls ist umso stärker, je weiter die Reise ist. Bei kurzen Strecken ist die Störung kaum zu merken. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Oh, machen wir. Geralt? Okay, wir haben keine sinnvollen Gespräche Danke. Mehr. Gut. Bis dann. Ich warte einfach nur auf ein Ciri, solange du die Füße unter meinem Tisch hast. Ja, nee, das ist nicht Geralt. Es sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? Auf geht's. Lichten wir den Anker. Ein weiteres Mal auf nach Skellige.
Nimmt Yennefer schon ziemlich mit, ne? Damit wäre der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Es gibt auch eine positive Seite davon. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Mm-hmm.